Moin moin ihr Schnittchen und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe mir gedacht, es gibt ja eine Top 50 Achterbahnen von mir. Warum mache ich nicht mal ein Video über die schrecklichsten Achterbahnen, die ich bisher gefahren bin? Dabei geht es um Bahnen, die ich so abgrundtief scheiße finde, dass ich da eigentlich nicht nochmal einsteigen würde. Ja doch, eigentlich würde ich schon nochmal einsteigen, um zu kontrollieren, ob die wirklich so kacke sind. Aber Bahnen, die mich einfach zurückgelassen haben mit dem Gefühl, oh mein Gott, das war so kacke, hier steige ich nicht nochmal ein, das war so ein schlechtes Layout, das waren so miese Fahreigenschaften oder beides zusammen. Deswegen kommt jetzt hier dieses Video, das ist aber nicht in der speziellen Reihenfolge. Die Bahnen, die mir eingefallen sind, habe ich aufgeschrieben, dementsprechend sind das jetzt keine Platzierungen oder sowas. Und denkt dran, das, was jetzt kommt bei den Bahnen, liegt dann, dass ich die so kacke finde, wahrscheinlich an meiner Tagesform. Es kommt immer darauf an, wie fit ist man, wie sind die Temperaturen draußen, wie voll ist der Park, also wie genervt ist man, in welcher Form ist die Bahn, also ist man die morgens gefahren, ist man die abends gefahren, ist man die in der Hauptsaison gefahren, ist man die zum Saisonstart gefahren, etc. pp. Das sind alles Faktoren, die darauf einspielen. Das ist jetzt meine individuelle Meinung. Es kann natürlich sein, dass ihr die Bahn cool findet oder es kann natürlich auch sein, dass ihr Bahnen hier vermisst auf der Liste, die ich dann aber vielleicht doch nicht so scheiße finde. Da gibt es nämlich tatsächlich auch einige, die ich gar nicht so schlimm finde. Wie gesagt, das ist alles immer individuell. Deswegen seid mir nicht böse, wenn eine Bahn hier nicht dabei ist oder wenn ich eine Bahn hier zerreiße, die ihr vielleicht toll findet. Aber legen wir jetzt einfach mal los. Die erste Bahn, über die ich sprechen möchte, die bin ich das letzte Mal gefahren vor 13 Jahren tatsächlich. Park Warner Madrid Coaster Express. Coaster Express ist die riesige Holzachterbahn, die da steht, gebaut von der Roller Coaster Corporation of America mit Zügen von Intamin. Die Kiste wurde als Wild Wild West 2002 eröffnet und hat einfach ein super langweiliges Layout. Also die Bahn ist an sich 36,6 Meter hoch, 95 km/h schnell, 1394,2 Meter lang. Klingt von den Fakten her ziemlich cool. Das Layout ist aber unfassbar langweilig und dazu hüpft jeder Wagen irgendwie in andere Richtungen. Fand ich katastrophal. Ich meine, die Bahn wurde mittlerweile retracked. Das heißt, die fährt eventuell jetzt sanft, macht das Layout aber nicht besser. Und damals war das halt einfach so, dass das Layout kacke war und die Bahn war, die Fahreigenschaften waren eine Katastrophe. Wirklich. Und ich bin das Ding zweimal gefahren, glaube ich. Ganz vorne und ganz hinten natürlich. Ey, das eine war beschissener als das andere. Am lustigsten war natürlich ganz hinten, weil du vor dir dann gesehen hast, in den Kurven und so weiter, wie alle Wagen so in andere Richtungen hüpfen. Und die bleibt auf den Hügeln überall stehen und so weiter. Das Layout ist stinklangweilig. Also, das ist Brennholz. Das ist wirklich eine Bahn, die kann einfach weg. Die braucht kein Mensch. Bleiben wir direkt bei Holzachterbahnen, bleiben wir direkt bei der Roller Coaster Corporation of America und bleiben wir direkt in Spanien. Denn in Terra Mítica befindet sich Magnus Colossus oder befand sich, man weiß es gerade nicht genau. Die Kiste wurde 2000 eröffnet, ist aber seit 2016 SBNO, also steht da noch, aber fährt halt nicht. Der Park hat halt auch irgendwie so eine ganz, ganz weirde Geschichte. Wenn ihr da mal Bock drauf habt, dass ich das irgendwie aufarbeite, schreibt es in die Kommentare. Ich war damals mehrmals tatsächlich da, weil ich den Park auch sehr, sehr mochte. Und Benidorm, also der Ort da halt auch voll der Urlaubsort ist mit geiler Strandpromenade und da war auch ein cooler Wasserpark und so weiter und so fort. Der Park hat halt echt einiges irgendwie durchgemacht und liegt geil am Hügel und ganz oben ist halt dieses Schild Terra Mítica und direkt darunter fährt halt diese Holzachterbahn und die hat auch so ein Double Down als First Drop. Sieht halt affengeil aus. Der Rest des Layouts ist stinklangweilig und die Fahreigenschaften sehen halt aus wie die kahle Gegend da nebendran. Also das sieht, ihr fahrt halt über Steine gefühlt. Das ist halt echt nicht geil. Und die Bahn ist auch 36 Meter hoch, 92 km/h schnell, 1149,7 Meter lang. Und ja, weiß ich nicht, eigentlich ist es wahrscheinlich besser, dass die SBNO ist, weil geil war das auf jeden Fall nicht. Die nächste Bahn bzw. die nächsten Bahnen sind SLCs, aber natürlich nicht alle SLCs. Es gibt Modelle, die sind richtig gut, es gibt Modelle, die sind
okay und es gibt Modelle, die stechen heraus, weil die so unfassbar beschissen fahren. Modelle, die jetzt zum Beispiel hier nicht drin sind, sind sowas wie Ironclaw im Moviepark, Limit im Heidepark, Toxic Garden im Heidepark, Entschuldigung, Infusion in Blackpool, Vampire in Wallaby, Belgien. Das sind alles Modelle eines SLCs, die meiner Meinung nach ganz gut fahren. Also ein SLC, Vekoma Achterbahn Suspended Looping Coaster, seid ihr garantiert schon mal irgendwo gefahren oder habt einen gesehen. Und Modelle davon oder Bahnen davon, die mir richtig schlecht in Erinnerung geblieben sind, waren auf Platz 1 definitiv T3 in Kentucky Kingdom. T3 ist quasi auch der Prototyp. Das Problem an T3 war halt, dass man irgendwann Kumbak-Züge da drauf gesetzt hat. Und wer Kumbak kennt, die sind jetzt nicht für geile Sachen bekannt. Und dementsprechend wurde ein beschissener SLC noch so viel beschissener. Und beim letzten Mal, als ich da war, also weiß ich nicht, ich bin halt immer wieder so dumm und steig da wieder ein. Aber T3 wirklich, das war eine absolute Foltermaschine. Das ging wirklich gar nicht. Besonders, weil man in der Schlussbremse ankam und die Bügel, die hatten gefühlt eine Stange unten drunter, die einem so das Blut in den Oberschenkeln abgeschnürt hat. Absolute Katastrophe, richtig unbequeme Züge, richtig beschissene Bahn in einem nicht ganz so schönen Park. Also T3 war wirklich phänomenal kacke. Dazu kommt dann sowas noch wie Mind Eraser in Darien Lake, der war auch richtig schlecht. Flight Deck in Canada's Wonderland ist auch richtig schlecht. Und in meiner Erinnerung Blue Tornado im Gardaland ist auch richtig, richtig, richtig schlecht. Wo wir gerade von Flight Deck in Canada's Wonderland geredet haben, sprechen wir doch über eine Bahn, die direkt daneben steht, nämlich Time Warp. Bei Time Warp handelt es sich um einen Zamperla Volare, also einen Flying Coaster von Zamperla, der 2004 eröffnet hat. Das ist das Standard-Layout, was ihr so auch im Prater findet, was ihr so auch im Flamingoland findet, was ihr so auch in New York, in Coney Island findet. Die Bahn ist 15,2 Meter hoch, 41,4 km schnell, 391 Meter lang und bietet zwei Inversionen, nämlich Hardline Rolls. Das Ding fühlt sich, also ihr sitzt halt quasi oder ihr steht halt quasi wie bei der Müllabfuhr hinten auf dem LKW drauf, habt dann halt nur von hinten so einen leichten Bügel dran. Und das war's halt. Ihr seid so richtig eingefärcht in diesem Ding. Und die Liftkonstruktion mit dem drehenden Lift, das sieht ja vielleicht noch ganz cool aus, der euch halt so nach oben schiebt auf der Schiene. Das Layout an sich ist okay. Also gibt Schlimmeres auf jeden Fall. Die Rollen machen mir normalerweise immer Spaß. Aber Time Warp war alles andere als Spaß. Also Time Warp war wirklich die beschissenste Anlage dieses Typs, die ich je gefahren bin. Absolute Katastrophe und ich glaube, wenn ich gerade so überlege, dürfte es auch die beschissenste Bahn in Canada's Wonderland gewesen sein, mit Abstand, mit großem, großem, großem Abstand. Also das war wirklich eine absolute Katastrophe. Keine Ahnung, was da passiert ist, aber absolute Katastrophe. Kommen wir aber auch mal wieder zurück zum Thema Holz, denn in Tusenfried steht der Thunder Coaster, gebaut von Vekoma. Eigentlich waren die Vekoma Holzachterbahnen ganz gut. Also Robin Hood in Wallaby Holland fand ich eigentlich ganz cool und Loup Garou bzw. Werwolf in Wallaby Belgien finde ich immer noch ziemlich cool. Dementsprechend hatte ich mich eigentlich auf Thunder Coaster gefreut, weil das Layout ziemlich cool aussieht, schön an den Hang gebaut da irgendwie. Als wir dann da angekommen sind, das war 2016, glaube ich. Ja doch, ich glaube, das war 2016. Kam Ernüchterung, weil da sind plötzlich andere Züge drauf gewesen. Weil 2015 hat man sich dazu entschieden, Züge der Gravity Group bzw. Gravity Craft drauf zu packen, nämlich die Timberliner. Und ich habe es schon mal in einem anderen Video gesagt, Timberliner auf Bahnen, wo die geplant waren, passen die gut hin. Auf Bahnen, wo die nicht geplant waren, passen die überhaupt nicht hin. Thunder Coaster ist natürlich Kategorie 2. Das war wirklich eine absolute Katastrophe. Das war so scheiße. Wir waren mit einer Gruppe da, mit onride.de und Funtours, mit 50 Leuten oder so, hatten eine ERT dann morgens auf dem Ding. Diese ERT haben wir, glaube ich, nach zwei Fahrten oder so abgebrochen. Also, dass jeder mal fahren konnte. Ein paar sind noch ein zweites Mal gefahren, ich auch. Aber dann haben wir das abgebrochen, weil das ging einfach gar nicht. Das war so unfassbar beschissen, obwohl das Layout halt eigentlich echt geil ist. Verstehe ich nicht, warum man das so gemacht hat, warum man da Timberliner draufgepackt hat. Es gibt so viele andere Firmen. Nimm doch nicht die Dinger.
Also wirklich. Und das ist bei einer Bahn, die ist von den Werten her 32 Meter hoch, 93 km/h schnell, 950 Meter lang. Also relative Standardwerte. Aber wie gesagt, das Layout an sich war eigentlich ziemlich cool. Die Bahn war dann halt von den Fahreigenschaften eine absolute Katastrophe. Es war auch eigentlich beschreibend für die Situation, dass ich glaube, von dem Zug, ich weiß nicht mehr genau, wie viele Leute da reingepasst haben, wie viele Reihen das waren, aber ich glaube, in 4 Reihen war mindestens ein Bügel schon kaputt. Und das war einfach bezeichnend für diese Situation. Und es war, also dass man eine ERT abbricht, ist ja sowieso sehr selten, aber das war wirklich lächerlich. Also das war wirklich katastrophale Bahn. Keine Ahnung, wie die mittlerweile ist, ob es besser geworden ist oder so. Ganz, ganz schlimm. Kommen wir jetzt zu einer Bahn in Deutschland, genauer genommen im Bayernpark, die auf dem Papier richtig geil ist. Die Rede ist natürlich von Freischütz, dem XK Launch Coaster von Maurer, der eigentlich ein echt geiles Layout hat, aber dessen Fahreigenschaften sowas von kacke sind, dass die im Zusammenhang mit diesem intensiven Layout einfach keinen Spaß machen. Die Bahn an sich wurde 2011 eröffnet, ist 24 Meter hoch, 80 km/h schnell, 483 Meter lang, bietet 4 Inversionen insgesamt, hat wie gesagt ein kompaktes, ziemlich cooles, knackiges Layout, ist sehr intensiv, aber die Fahreigenschaften sind halt einfach alles andere als gut und ja, weiß ich nicht. Also beim letzten Mal sind wir die Bahn auch 2-3 Mal gefahren, weil die Öffnungszeit nicht so lang war, aber geil ist das halt nicht. Also wenn die Bahn jetzt wirklich smooth fahren würde, mega, tut sie aber nicht, deswegen ist sie leider ziemlich kacke. Dann kommen wir zu einer Bahn, die zum Glück mittlerweile geschlossen hat, und zwar Cobra im Tivoli Friheden. Cobra war eine Achterbahn des Typs Nova Coaster, also quasi ein Inverted Coaster von Sartori Rides. Habt ihr noch nie gehört? Ist auch besser so. Die Bahn wurde 2008 eröffnet und 2022 geschlossen. Die Sache ist nämlich, 6 Tage nachdem die Bahn geöffnet wurde, gab es einen Unfall mit 4 Verletzten und 2022 gab es einen Unfall mit einem Todesopfer und einem Verletzten. Ich habe, als wir die Bahn gefahren sind, 2016 gesagt, mach das Ding zu, absolute Katastrophe, das geht wirklich gar nicht. Die Bahn war 21 Meter hoch, 65 km/h schnell, 400 Meter lang, hatte 3 Inversionen und die Fahreigenschaften waren einfach Grütze. Die waren absolute Grütze, also das Ding war optisch absolute Grütze, aber die Fahreigenschaften waren eine absolute Katastrophe und halt einfach maximalst ungeil. Ich meine, alleine eine Bahn zu haben, wo man 2-mal einen Unfall haben muss, bis man die schließt, schwierige Nummer, zumal beim 2. Unfall der letzte Wagen, soweit ich das in Erinnerung habe, abgegangen ist. Und also, einfach nein. Einfach nein. Die Bahn ist einfach ein klares Nein, ein klares Veto. Sartori Rides, weiß ich nicht, keine Ahnung, ob es die noch gibt. Ich hoffe, die bauen sowas einfach nie wieder. Kommen wir dann wieder mal zu einer Holzachterbahn, wo es aber auch länger her ist, dass ich die gefahren bin tatsächlich. Nämlich Anaconda im jetzigen Walligator Grand Est. So heißt er, glaube ich. Mittlerweile also der alte Walligator Park. Das ist eine Holzachterbahn von William Cobb designt und war, als sie eröffnet hat, die höchste und längste Holzachterbahn Europas. Die Bahn ist 36 Meter hoch, 1200 Meter lang, hat Züge von DH Morgan Manufacturing Inc. Keine Ahnung. Und wurde 1989 eröffnet. Und das Layout ist sowas von stink, langweilig, langsam und hat dazu auch noch beschissene Fahreigenschaften. Ich wäre fast demnächst nochmal dahin gefahren, habe dann aber gesehen, oh, der Park hat unter der Woche nicht auf. Ach, ein Jammer, das ist aber schade. Na, vielleicht fahre ich trotzdem irgendwann demnächst mal wieder dahin, um ein paar Videos von da zu machen und um zu gucken, ob die Bahn immer noch so kacke und langweilig ist, wie sie damals war. Ich glaube, das war auch 2010 oder 2011 mit Onride. So, weiter geht's mit dem Viking Roller Coaster im Energylandia, der Bahn, die, glaube ich, seit Jahren schon auf der Verkaufsliste steht, die niemand haben will, zu Recht. Die Bahn wurde 2014 eröffnet und ist ein SBF Visa Spinning Coaster mit Schulterbügeln. Warum? Keine Ahnung. Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß nicht, warum die Bahn Schulterbügel hat. Vielleicht, damit es schmerzhafter ist? I don't know. Die Kiste ist 11 Meter hoch, 43 km/h schnell. Ist
310 Meter lang, hat eigentlich ein Spinning Coaster Standard Layout, deswegen weiß halt auch niemand, warum die Schulterbügel hat, fährt sich wie eine absolute Klapperkiste, rüttelt wie Sau und prügelt dich einfach durch die Gegend. Absolut ungeil. Ich bin da zwar auch beim letzten Mal nochmal eingestiegen, also eigentlich bin ich bei jedem Besuch bisher da eingestiegen, um zu gucken, ob das halt immer noch so kacke ist, weil je nachdem, mit welcher Gruppe man da ist, ist natürlich dann auch lustig, aber es ist halt eine super beschissene Achterbahn. Muss man einfach sagen, es ist eine super beschissene Achterbahn. Punkt. Und danach kommen wir direkt wieder zu Holz. Hey, Holzachterbahnen sind irgendwie ziemlich vertreten hier auf der Liste. Komisch, komisch. Auf jeden Fall reden wir jetzt über Hurler in Carowinds, eine Bahn, die ich beim letzten Besuch da tatsächlich ausgelassen habe. Die Bahn haben sich nämlich Marvin und Andy dann angetan. Eigentlich nur, weil Marvin die counten musste und Tom und ich überhaupt keinen Bock hatten und Andy hat sich dann geopfert für die Gruppe. Hurler ist eine Holzachterbahn von International Coasters, die 1994 eröffnet hat. Ist 25,3 Meter hoch, 80,5 km/h schnell, 962,3 Meter lang. Hatte zumindest, als ich die damals gefahren bin, echt beschissene Fahreigenschaften und halt ein extrem langweiliges Layout. Auch wenn es cool aussieht mit dem Drop in so eine, ja, bodennahe Kurve so um die Bahn rum. Was man aus so einer Bahn machen kann, sieht man in King's Dominion mit Twisted Timbers. Wenn ihr euch das noch nicht angesehen habt, dann checkt mal den Vlog oder das Coaster Spotlight aus zu Twisted Timbers. Das ist nämlich auf einmal eine unfassbar geile Achterbahn und Hurler ist halt einfach eine unfassbar beschissene Achterbahn. Da kann man eigentlich nur hoffen, dass Cedar Fair aus Hurler quasi auch mal ein RMC macht. So. Wäre schon ganz geil. Carowinds hat noch keinen. Macht das. Kommen wir dann auch zur letzten Holzachterbahn auf dieser Liste, nämlich zu Pegasus in Mount Olympus. Mount Olympus ist eh echt kein geiler Park und auch kein schöner Park und da stehen mehrere Holzachterbahnen, aber eine davon sticht negativ hervor und das war eben Pegasus. Die Bahn wurde 1996 von Custom Coasters International gebaut. Ist 18,3 Meter hoch, hat aber nur eine 13,7 Meter hohe Abfahrt, hat Züge von PTC und ein Layout, was so dermaßen langweilig ist, weil man irgendwie so ganz komisch in langsamen Kurven über der Go-Kart-Bahn rumgurkt, bis man in der Kurve vor der Bremse nochmal richtig einen in die Leiste bekommt. Richtig toll. Mega. Hammer. Wiederholungsfahrt musste da sein. Nicht. Eine Bahn, die vielleicht einige kennen könnten durch Rollercoaster Tycoon 2, ist La Vibora in Six Flags Over Texas. Eine Bob-Achterbahn von Intermin, eine der ganz wenigen, die es noch gibt. La Vibora wurde 1984 in Magic Mountain eröffnet und 1986 dann schon in Over Texas. Die Bahn ist 18,3 Meter hoch, 51,5 km/h schnell, 454,2 Meter lang und ist wie gesagt ein Bob von Intermin. Das heißt, ihr habt halt diese fette Rinne, wie auch damals in Efteling, nur halt in so einem ganz komischen Gelb-Rot-Schwarz-Style, weil es halt, glaube ich, im spanischen Themenbereich steht oder so. Auf jeden Fall war Bob in Efteling ziemlich cool, muss man einfach sagen. Der fuhr sich auch extrem gut. La Vibora ist das exakte Gegenteil davon. Man wusste scheinbar damals noch nicht so, wie man gemütlich in die Bremsen einfahren kann. Also bei Efteling, beim Bob war das ja so, dass ihr halt in der Kurve dann hochgefahren seid und dann seid ihr so sanft in die Führung reingefahren. Das war ja ganz nett. La Vibora macht das nicht. La Vibora fährt hoch, dann kommt die Führung und dann macht's. Und dann kommt die nächste Kurve wieder in der Führung rein. Ja, auf jeden Fall super beschissene Bahn, hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Ja, wäre natürlich schade, wenn die Bobs komplett aussterben würden, aber das ist eine Bahn, da würde ich nicht hinterher trauern. So. Eine weitere Bahn in Deutschland, die seit 2018 in diesem Park steht, ist Cobra im Freizeitland Geiselwind. Die Bahn war vorher auf Kirmesplätzen unterwegs und ist ein Interpark Wild Wind. Die Kiste ist 10,1 Meter hoch, 200 Meter lang und hat eine Inversion, einen Sidewinder und ansonsten eigentlich nur eine Linkshelix. Und die Fahreigenschaften von dem Ding sind einfach super scheiße. Ihr fahrt halt in diesen Sidewinder rein, der ist noch ganz gut, ne? Ihr fahrt halt runter, habt dann diesen Überschlag und dann kommt halt die Kurve und die ist halt super scheiße. Zumal sind die Züge unbequem und alles rappelt um einen herum und man wünscht sich einfach nur, dass es vorbei ist.
Die war damals auf der Kirmes, die bin ich glaube ich das erste Mal gefahren, da stand die in Tilburg auf der Kirmes. Da war die schon echt kacke, fährt leider auch 2 Runden und im Geiselwind hat sich das halt nicht geändert. Also die Bahn ist weiterhin super, super schlecht. Aber die stand ja mal auf der Kirmes, aber da gibt es eine Bahn auf der Kirmes, die ist noch viel beschissener. Die bin ich aber auch ein zweites Mal noch gefahren, um zu gucken, ob die so beschissen ist. Und das ist Le King oder King von Soquet. Das Ding ist in Frankreich unterwegs, wurde 1995 meines Wissens nach eröffnet und hat lustigerweise so gut wie jedes Jahr eine komplett neue Farbe. Ich glaube, damit die Leute nicht mehr wissen, dass sie die Bahn schon gefahren sind und denken, das wäre eine neue Bahn, damit die überhaupt noch Gäste hat. Zwischendurch gab es auf jeden Fall irgendwann auch mal neue Züge, glaube ich zumindest. Und das Ding ist halt quasi so der französische Versuch der Alpina Bahn. Die Kiste ist 28 Meter hoch, 90 km/h schnell, 720 Meter lang und alles wackelt einfach nur wild hin und her. Nicht nur die Fahrgäste, sondern auch die Schienen und die Stützen und also keine Ahnung, das ist halt auch einfach ein riesiger Haufen Metallschrott, muss man einfach so sagen. Das Ding steht zwischendurch immer mal wieder im Azur Park an der Côte d'Azur in Frankreich. Steht normalerweise immer so als ganz große Achterbahn, als Highlight auf der Foire du Tron in Paris. Ey, es ist so scheiße, wirklich. Es ist einfach so scheiße. Zu dem Ding kann man nicht viel sagen. Ich meine, Soquet ist okay, wie der Name ja schon sagt im Normalfall. Die anderen Bahnen sind halt alle relativ klein, sind in Ordnung. Da gibt es mal bessere, mal schlechtere. Aber King ist wirklich der Gipfel der Beschissenheit von denen. Ey, ist der Hammer. Es ist einfach der Hammer, wie kacke das Teil einfach ist. Natürlich ist das dann mit den richtigen Leuten auch witzig, aber eigentlich ist das Ding einfach nur kacke und sollte verschrottet werden. So, damit bin ich dann erstmal am Ende angekommen mit den wirklich schrecklichen, beschissenen Kackachterbahnen, die ich in meinem Leben bisher schon mal gefahren bin. Natürlich gibt es noch Holzachterbahnen, die vielleicht mal nicht so gute Fahreigenschaften hatten oder sonst irgendwas. Die haben mir dann aber nicht so schlecht gefallen wie die Bahnen, die ich euch gerade alle genannt habe. Zum Beispiel auch, jetzt werden wahrscheinlich viele schreien, wo ist denn Bandit? Bandit gehört auch auf diese Liste. Nee, Bandit finde ich nicht so schlimm. Ich fahre Bandit bei fast jedem Besuch, auch eigentlich immer in der letzten Reihe. Klar ist es nicht die sanfteste, aber und das Layout gefällt mir persönlich jetzt auch nicht so mega gut. Aber trotzdem hat man da immer irgendwie Spaß drauf und ey, so schlimm ist es wirklich nicht. Genauso wie die SLCs, die wir in unserer Umgebung hier haben, die sind jetzt auch nicht so schlimm. Genauso wie alle immer bei allen möglichen Vekoma-Achterbahnen rumschreien, die schlagen doch, blablabla. Nee, finde ich nicht. Keine Ahnung. Vielleicht habe ich auch einfach in der Zeit rausgefunden, wie man richtig Achterbahn fährt oder so, wie man die Körperspannung hat, wie man richtig da drin sitzt. Ich habe auch keine Probleme mit dem Highfall zum Beispiel, den bin ich schon so oft gefahren. Ich habe keine Probleme mit dem da unten. So, also. Hey, wie gesagt, es ist alles immer tagesformabhängig, mit wem ihr da seid, wie warm es ist, wie fit ihr seid, ob ihr schon was getrunken habt, ihr genug getrunken habt am Tag, ob ihr was gegessen habt, etc. pp. Da gibt es so viele Faktoren, die da drauf einwirken. Dementsprechend kann es natürlich sein, dass ihr andere Bahnen richtig beschissen findet, die Bahn hier echt toll findet. Aber trotzdem, schreibt mal in die Kommentare, welche Bahnen euch einfallen, die wirklich richtig, richtig, richtig beschissen sind, die ihr am liebsten nie wieder fahren würdet. Ich meine, ich würde auch, wenn ich aussteige bei irgendeiner Bahn, sagen, ey, die fahre ich nie wieder und einen Tag später sitze ich da wahrscheinlich wieder drin, um zu gucken, ob es wirklich so kacke war. Ich kenne da nichts, ich mache das einfach, ist egal. Ja, mein Gott. Nichtsdestotrotz, ich wünsche euch viel Spaß in den Freizeitparks und auf den guten Achterbahnen dieser Welt. Wenn ihr mehr solcher Videos haben wollt, abonnieren, drücken, ihr kennt das Spielchen. Macht einen Daumen nach oben, drückt vielleicht auf die Klingel, um vielleicht Benachrichtigungen zu bekommen. Kommentiert das Ding und ja, ich würde sagen, bis demnächst.